Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. Ja, wir sind mit dem zweiten Akt zum Glück fast durch. Es fehlt eigentlich nur noch wirklich die Jagd auf Valiga Kotala. Bei Kangaks Körper, das verschieben wir auf Akt 6. Aber die Valiga Kotala Sache, die können wir noch machen. Dazu müssen wir nur einmal um die Slums herumlaufen. Und dann hoffe ich einfach mal, dass wir nachher einfach... Hey, es gibt Wachen in den Slums. Dass wir einfach vielleicht Minsk dann wieder mitnehmen können. Und nicht mit Valiga rumlaufen müssen, bis wir jedenfalls... seine... also die Sphäre geklärt haben. Ziemlich wichtiger Typ, schnapp ihn dir, ich will seinen Geldbeutel. Ich habe verstanden, Boss. Bei der Liebe Helves hilft mir jemand, bitte. Meine Laune ist schon schlecht. Ich will zermatschen. Okay. So, und dann noch den da. Hat uns das was an Ruf gekostet? Nein. Danke vielmals aus tiefstem Herzen, werte Dame. Danke für euren Beistand. Immerhin 3500 Erfahrung. Von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Ja, wir haben einen Touristen gerettet. Was auch immer ein Tourist hier macht. Ja, das ist wohl die Planaris Fähre. Und sie ist hier mitten in den Slums. Wir sollten die Treppe hinaufgehen und nach einem Eingang suchen. Wenn ich recht habe, sollte mein Blut, also allein meine Anwesenheit, die Sphäre öffnen. Ja gut, dann gehen wir hoch und öffnen das hoffentlich. Mal gucken, was er jetzt zu sagen hat, wenn wir hier drin sind. Ja. Hier mache ich einen Quick Save. Ihr müsst eure... Was immer ihr wünscht. Denn ich versuche jetzt mal Minsk wieder mitzunehmen. Jetzt, wo die Sphäre ja offen steht. Und hoffentlich offen bleibt. Ich habe nicht mal richtig so eine Ahnung, was für Level wir erreichen können eigentlich. Werden wir sehen. Also vor allem, was für Max-Level wir mit Ruhn des Bale erreichen können. Weil unsere Level sind jetzt gerade schon recht hoch eigentlich. Ich glaube 16 mit Inquisitor und Waldläufer müsste drin sein. Oder 15. Das ist übrigens ein toller Tipp. Wenn mir ein Kampf zu schwierig ist, soll ich den Schwierigkeitsgrad senken. Für diesen Kampf. Ja, wenn ihr es wollt. So, Minsk. Dort, wo der übel riechende Gestank des Bösen hingeht, dort weht auch der reinigende Wind in Gestalt von Minsk und Bo hin. War es das?
Ich muss wissen, ob wir gemeinsam weitermachen. Nein, wir sollten uns jetzt voneinander trennen. Ich werde nach Atkatla zurückkehren, in meine Heimat. Wenn ihr es euch eines Tages anders überlegt, würde ich gerne wieder mit euch reisen. In Ordnung. Es gibt in dieser Welt noch vieles für mich zu sehen. Wenn wir euch wieder brauchen, dann holen wir euch da ab. Hier, wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse einen Schritt zur Seite. So, dann stimmt unsere Gruppe jetzt wieder. Ihr müsst eure Gruppe. Wenn es das ist, was ihr wollt. Ich warte auf euren Befehl. Aber jetzt können wir schnell mal ein bisschen heilen. Ja. Ich helfe, wo immer ich kann. Fort nur. Ich habe einen Gegenstand, mit dem ich heilen kann. Ah, ich habe Heilungshandschuhe an. Einmal täglich 10 Trefferpunkte heilen. Ich würde gerne gerade wissen, warum wir ja hier das Zeug tragen. Hafnernadel. Das war seltsam. Aber halb so wild. So, ja, ansonsten stimmt noch alles, oder? Ja. Ja, das Buch von Kaza habe ich nicht geguckt, wo wir das am besten verhökern können. Bei dir vielleicht? Seid mir gegrüßt, werter Kunde. Die Götter mögen euch wohlgesonnen sein. Na, ist immer noch nur 1350 wert. Das finde ich ein bisschen mau. Ich dachte, das wäre so 5000 wert. Und es gibt garantiert einen Händler, bei dem das so viel wert ist. Den müssen wir allerdings erst finden. Wisst ihr, mein früherer Besitzer sagte immer, ich... So, wir können auf jeden Fall die Sphäre. Keine große Herausforderung. Was brauche ich, kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Mal sehen, ob wir ohne Valiga auch die restlichen Türen öffnen können. Also man sieht, die Sphäre ist recht groß. Okay, wir können Schlüssel einfach öffnen. Aber was ist da hier? Steht da, da steht Schalttafel. Ja, an der Steuerfläche der Tür scheint ein wichtiges Stück zu fehlen. Und hier können wir einfach so öffnen, okay. Ihr seid zu weit entfernt, um das zu benutzen. Ah, Mephit. Dampf-Mephit. Oh, die garstige Variante. Ich warte. Nun gut. Aus Recht und Ehrenspruch! Ihr braucht meinen leichtfüßig und so. Im Becken sieht man Cutler aus der Vogelperspektive. Die Sphäre der Ebene wirkt wie ein magisches Leuchtfeuer im Herzen der Stadt. Ah, interessant. Interessant. Ja. Na gut, aber ganz halt Katla dürften wir da nicht sehen. So, sieht eher aus, als ob wir da nur einen Teil der Slums oder so sehen würden. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein.
Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Okay, das heißt, wir müssen hier weiter. Neben Grummim ist immun gegen diese Art von Schaden. Was? Achso, weil Yoshimo auf ihn schießt. Wow. Und weil der Typ ziemlich schnell ist. Yoshimo ist bereit. Nimm Golem down. Was kann ich tun? Fort nur. Vita Mortis Kaya. Vita Mortis Kaya. Vita Mortis Kaya. Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Erzählt mir mehr davon. So, das ist sehr gut. Ja! So. Jetzt willst du mir verzeihen, dass hier keine Fallen sind. Ein Golemarm? Ein Schlüssel der Ebenen? Oh, das wollte ich nicht mitnehmen. Und eine Bresche. Noch mehr Zeug. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Kohle. Also ja, erstmal gucken wir uns an, was wir hier so an. Vor allem der Schlüssel der Ebenen, hatten wir nicht so einen schon? Der dünne Block vibriert sanft, wenn man ihn in der Hand hält. Man könnte ihn wohl als Hebel oder als Schlüssel einsetzen. Das ist ein langer eiserner Arm. Ohne Körper ist er nutzlos. Das ist ein Haufen Kohle. Es ist dein Gepäck schon voll. Das sind Bolzen, die wir nicht identifizieren können. Wie interessant. Ich denke, ich bin soweit. Damit sollte aber die Tür aufgehen. Die Lichter gingen für einen Augenblick aus, dann durchlief... ja, irgendwas. Ihr habt eine Reise durch die Ebenen in Gang gesetzt. Die innere Tür wird sich jetzt öffnen. Ihr könnt die Sphäre nicht verlassen, bis der Meister die entsprechende Erlaubnis erteilt hat. Ich war keine große Herausforderung. Okay, wir haben den Ausgang kaputt gemacht. Die Lichter gingen für einen Atemzug aus, dann durchlief ein Zittern das gesamte Schiff. Ach, hey. Ja, nun gut. Wir sind jetzt woanders. Den sanften Wellen des magischen Beckens erblickt ihr ein verwüstetes, dämonisches Tal. Ein solcher Ort kann nur die bösartigsten Monster beherbergen. Fragt nur, was immer ihr wünscht. Reyna, nehmt mir euren Namen, bevor ihr näher kommt. Talisa, offenbar bin ich ebenso wie ihr und eure Gefährten hier gefangen. Es ist nicht meine Art, mich bewaffneten Banden von Kriegern vorzustellen. Ich habe jetzt keine Zeit, mich zu unterhalten. Na, nehmen wir das erste. Gefangen? Trifft es gut. Ich bin Reyna, Ich und die anderen sulmanischen Ritter Onwo und Akka sind nun schon seit einiger Zeit in diesem seltsamen Verlies gefangen. Eure Probleme interessieren mich nicht besonders, lebt wohl. Sulmanische Ritter? Wenn ich einen Weg finde, um hier von hier zu entfliehen, komme ich euch holen. Jetzt muss ich weiter. Was für Ritter? Wir sind Ritter, die für die Ehre und das Gute auf Ansalon kämpfen. Das ist eine Welt, die weit von dieser entfernt ist. Immer diese Ehre und das ewige Tor. Ich bin jetzt leider verschwindet. Gibt es hier irgendwelche Fallen, auf die ich achten muss? Ich wünsche euch alles Gute, aber jetzt muss ich weiter. Gibt es Fallen?
Fallen gibt es nicht, nein, aber in den dunklen Räumen dieses Hauses habe ich Schrecken gesehen. Es fällt mir schwer, von ihnen zu sprechen, aber wenn es euch hilft, will ich es versuchen. Als wir hier ankamen, beschlossen ich und die anderen Ritter, unsere neue Umgebung zu erforschen. Ich wünschte, wir hätten es nicht getan. Im Westen wurden wir von kleinen Kreaturen überfallen, so groß wie Kinder, aber mit unsäglichem Appetit. Wir hatten große Schwierigkeiten, uns aus dieser Falle freizukämpfen.